Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Ihr habt es bereits gelesen, es ist Zeit für das vierte Messen-Update und das bekommt ihr nach dem Intro. Das sind die Themen für das Messe-Update 4 und zwar ein erfolgreicher Start der Messe, definitiv, das können wir jetzt schon mal sagen. Für das kommende Woche ist für euch auf jeden Fall was Neues mit dabei. Es gibt Wartezeiten und eine hohe Nachfrage, das wollen wir natürlich anschauen und wichtige Hinweise auch für das zweite Messewochenende, das sollt ihr natürlich bekommen und los geht es mit dem erfolgreichen Start der Messe. Nach 2 Jahren Corona-bedingte Pause startet die Messe richtig wieder durch. Am 14.01. ist sie gestartet und das wird wirklich sehr, sehr erfolgreich. Über 80.000 Messebesucher haben am ersten Messewochenende die zahlreichen Messeständen besichtigt. Man hat in viele strahlende sowie wissbegierige Augen geschaut und auch bei den Ausstellern den Entzug der letzten 2 Jahre deutlich gespürt. Die CMT ist bis auf den letzten Quadratzentimeter ausgebucht. 1621 Ausstellerinnen und Aussteller in 10 Hallen präsentieren ihre Destination, ihre Region, Fahrzeuge und natürlich ihre Produkte. Andrang herrschte auch in der Messehalle 9, wo noch bis einschließlich Montag, den 16. Januar, die Outdoor-Messe Fahrrad- und Wandernreisen stattgefunden hat. Und man kann nur eins sagen, die Atmosphäre unserer Outdoor-Halle ist super. Besucherinnen und Besucher sind in regen Austausch mit Ausstellern und Ausstellern und lassen sich über die aktuellen Modelle und Reiseangebote beraten. Alle sind rundum zufrieden, das sagte Guido von Facano, Mitglied der Geschäftsleitung der Messe Stuttgart. Der Fahrradparcours kam bei allen gut an. Fast 1000 Testfahrten an 2 Messetagen wurden auf den eigens umzäunten Hallenbereich gezählt. Ihr habt die Fahrrad- und Wandermesse verpasst, nächstes Jahr gibt es die definitiv. Aber es lohnt sich auf jeden Fall trotzdem, am kommenden Wochenende hinzukommen, denn es gibt neue Dinge, die ihr dort sehen könnt. Ja, kommendes Wochenende für euch mit dabei. Also nachdem am ersten Wochenende Fahrrad und Wandern im Fokus stand, begrüßt euch jetzt in Halle 9 die Golf- und Wellnessreisen sowie Kreuzfahrt- und Schiffsreisen. Mit dabei ist auf jeden Fall Christian Baumann Touristik in Halle 9. Ich weiß nicht, ob ihr Christian Baumann kennt. Er ist nämlich eigentlich vielen Kreuzfahrern bekannt aus der Erfolgsserie Verrückter Meer. Da hat er seinen Nautiker-Job aber an den Nagel gehangen und hat einfach gesagt, naja, mit über 2000 Seemeilen könnte er den Touristen sehr viel bieten. Deshalb hat er seine eigene Touristik Laden aufgemacht, also sein Reisebüro aufgemacht und wir selber haben 2021 dort eine Schnuppertour auf der Atania gebucht, da blenden wir euch auch ein Bild ein, also wenn ihr gute Reisen haben wollt, dann geht einfach mal zu Christian Baumann, Halle 9 empfehlen wir auf jeden Fall. Ja, Wartezeiten und eine hohe Nachfrage, das werdet ihr auf der CMT auf jeden Fall erleben müssen, weil ihr wisst, 2 Jahre lang quasi Corona-bedingt nicht offen, jetzt ist sie wieder da und wir können euch schon mal sagen, wo braucht ihr ein bisschen mehr Zeit? Definitiv in Halle 7 und Halle 8, wo es das Zubehör gibt. Da müsst ihr einfach ein bisschen mehr Zeit einplanen. Die ist auch relativ eng, vielleicht da würde ich auf die Hunde verzichten, denn da ist sehr viel Gewusel. Und natürlich auch, jetzt muss ich ertrunken, ich bin verrutscht, sehr stark frequentiert sind die Hallen 4 und 8. Da sind ja sämtliche Destinationen, stimmt gar nicht, 4 und 6. Da sind sämtliche Destinationen ja drin. Deutschland in Halle 4, international Halle 6. Und wenn ich jetzt falsch gelegen habe, blende ich es euch gerade ein. Auf jeden Fall, auch dort wird es sehr, sehr voll sein. Aber keine Panik, es gibt genügend Sitzplätze, wo ihr euch immer wieder ausruhen könnt. Also die ganzen Gang, den ihr geht auf die einzelnen Hallen, da sind sehr viele Sitzplätze.
innen drinne viele Plätze, draußen, wenn das Wetter gut ist. Aktuell schneit sogar in Stuttgart, sehr interessant. Also das ist kein Problem mit sich ausruhen. Und natürlich für das leibliche Wohl ist immer gesorgt, zu ganz humanen Preisen, das muss man schon sagen. Ja, und ein wichtiger Hinweis natürlich zum Messewochenende. Ja, nochmal den Hinweis, es gibt keine Tickets vor Ort. Ihr müsst sie online buchen. Es gibt zwar Terminals, aber so eine nette Dame, ein netter Herr, wo ihr halt direkt ein Ticket buchen könnt, das gibt es leider nicht. Und wenn ihr über Halle 1, also Tor Ost, reinkommt, dann könnt ihr, bevor es um 10 Uhr losgeht, schon ein bisschen da umherschlendern in den entsprechenden, jetzt muss ich gerade gucken, im Foyer, so nennt sich das, sind schon sehr, sehr interessante Aussteller vorbei, sind schon schöne Aussteller dabei. Wir empfehlen euch ganz klar Hannes Camper, ein absolut tolles Produkt, wir haben darüber schon berichtet, und oder Campwerk, ne, wenn ihr was mit Dachzelten und Zelte allgemein, ist das sehr interessant. Und ebenso ist Park4Night, die App kennt ihr, die sind vor Ort, und auch Roadsurfer, für die, die noch kein Fahrzeug haben, aber ein Fahrzeug mieten wollen, da seid ihr genau richtig. Also ihr merkt, auch am zweiten Messewochenende ist viel, viel, viel für euch geboten. Das soll es gewesen sein mit dem vierten Messe-Update. Wir hoffen, ihr kommt alle zur CMT. Die Leute freuen sich tierisch, euch da zu sehen. Wenn ihr mit YouTubern noch sprechen wollt, wir können definitiv sagen, dass Camper Tobi mit dabei ist, Sascha von Wir sind Camper. Travel Camping Living Kai ist ebenfalls noch bei. Damit könnte es vielleicht ein bisschen regnen. Damit müsst ihr rechnen, wenn Kai dabei ist. Come with us, die Steffi, Stefanie ist auf jeden Fall mit dabei. Die ist in Halle 8, immer bei Vans und Friends, also da seht ihr auch noch was. Und am Samstag der Aki, der wird seinen Robeta da rausfahren, ist bestimmt ein großes Highlight. Das soll es gewesen sein, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal, Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao!